Ja, herzlich willkommen, Mirjam Buchmann und Peter Zengler, Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich ergreife heute die Möglichkeit, mit euch beiden ein Gespräch zu führen über eine Studie oder eine Studie, wo ihr mal eingestiegen seid, wo ihr euch mit Führungskräften über Selbstorganisation in der Corona-Krise euch ausgetauscht habt. Ich habe so in der Vorgespräch von euch erfahren, dass es das ein sehr breite Organisation waren, von Non-Profit über große Transportunternehmen in der Schweiz. Dann habe ich noch gelesen, es ging auch um ein Familienunternehmen, das sich beteiligt hat, auch ein Kommunikationsunternehmen. Also ihr habt da relativ breit befragt. Weshalb seid ihr auf Führungskräfte zugegangen und nicht auf Mitarbeitende, wenn ihr über Selbstorganisation in der Krise sprechen möchtet? Vielleicht, Miriam, was meinst du dazu? Was dazu sagen? Ja. Also ich glaube, dass gerade in der Führung, wie man das auch im Rest des Landes gesehen hat, wie der Schrei nach einer zentralen Führung, nach einer großen Person stattgefunden hat, hat sich auch auf die Organisationen übertragen. Und in dieser Lage sind die ehemaligen Führungskräfte besonders gefordert gewesen, sich zu positionieren in ihrer Selbstorganisation. Deswegen war es interessant, Führungskräfte zu befragen. Es ging aber auch Mitarbeitende darum unter den Befragten. Eben, man hat ja in den Medien so gelesen, die Schlagzeile, jetzt Krise, in der Krise braucht es Führung, jetzt müssen Führungskräfte nach vorne stehen. Peter, wie schätzt du das ein? Braucht es nicht auch noch die Sicht der Mitarbeitenden, um da ein abgerundetes Bild zu bekommen? Ja, erstmal muss man ja dazu sagen, dass es eine sehr explorative Anlage ist in unserer Studie. Also wir haben uns mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen zusammengetan und haben ja, überlegt, jetzt gerade so in dieser besonderen Situation, wie wirken da Konzepte der Selbstorganisation? Also diese Konzepte, um die es ja in den letzten Jahren einen unglaublichen Hype gab, ne? Also sei es jetzt Holacracy oder soziokratische Organisationsformen, wie auch immer. Und jetzt kam diese Krise und jetzt haben wir überlegt, naja, jetzt zeigt sich ja eigentlich, ne, ob diese Konzepte tragfähig sind oder nicht, ne? Oder ob es jetzt nur Schönwetterkonzepte sind, die dann funktionieren, wenn alles gut läuft. Und das war eigentlich auch so unsere wissenschaftliche und auch private Neugier. Also wie funktioniert das? Und von da haben wir uns dann überlegt, wie können wir das jetzt relativ schnell auch auf die Beine bringen und haben dann geschaut, welche Organisationen sind so in unserem Netzwerk Selbstorganisation, also welche können wir da schnell dazu befragen, auch gucken, dass wir zu ersten, sag mal, vorläufigen, vorsichtigen Ergebnissen kommen. Wie bewegen die sich in der Krise? So, und wie gesagt, das ist jetzt so der erste Schritt, die erste Studie. Wir haben dadurch 7, 8 Organisationen befragt. Und nächste Schritt wäre jetzt tatsächlich auch zu gucken, also die können uns ja viel erzählen, diese ehemaligen Führungskräfte. Ne? Also die sagen alles toll. Also wer sagt schon, dass sie das so schlechte Sachen machen? Dass man jetzt guckt, wie ist es denn jetzt auf der operativen Ebene? Also was kommt da tatsächlich an? Und was auch super spannend wäre, auch nicht nur jetzt in dem Kuchen zu gucken, wie jetzt selbst organisiert unterwegs sind, sondern auch bei traditionellen Organisationen. Das ist so, also das ist, wie gesagt, explorative Anlage unserer Studie. Und das soll so der erste Stein sein, den wir so ins Wasser werfen und von da aus die Studie ein bisschen größer machen. Ihr seid ja eingestiegen mit der Frage, was Spezielles auf die Zukunft, also was war jetzt das Spezielle, als diese Krise angefangen hat, diese Corona-Krise? Was haben die Führungskräfte gesagt? Haben die was Spezielles genannt oder war das Gouvernement normal für die jetzt eben in diesen befragten Organisationen, die eben schon längere Zeit Selbstorganisation haben? Miriam, magst du was dazu sagen? Mir ist aufgefallen, dass einige Führungskräfte gesagt haben, sie haben sich selber mehr verantwortlich gefühlt als vorher, weil eben dieser Ruf nach der Sicherheit, nach Orientierung, dass sie ja für ihre Mitarbeiter in dieser Krise da sein wollen und das
war doch sehr noch aus der hierarchischen Struktur, dass der Patron, der kommt dann und richtet das. Andere, und das war häufiger, haben gesagt, es kam von außen Anfragen nach Orientierung, nach Rahmenbedingungen. Und jede Organisation oder jede Führungskraft hat für sich einen Weg gefunden, das organisiert, selbst organisiert zu lösen. Und auch ein wichtiger Punkt war, reicht das Vertrauen aus, bei der Selbstorganisation zu bleiben in einer. Peter, sind Sie dann in diesen neuen Mustern von selbstorganisiert geblieben oder sind Sie in die alten Vertrauten zurückgefallen in der Krise, die Führungskräfte, die ihr befragt habt? Ja, erstmal würde ich noch gerne nochmal zurück zu dem, was du gerade gesagt hast. Du hast ja zwei Sachen eigentlich angesprochen. Also zum einen die Rahmenbedingungen und zum anderen das Thema Führung schlechthin so. Und bei den Rahmenbedingungen, das war ja auch ein Ausgangspunkt unserer, weswegen wir die Studie gemacht haben. Also auch zu überprüfen, ob Organisationstheorie auch funktioniert in so einer Krise. Und es gibt diese eine Theorie, also wo wir sagen oder wo herausgefunden wurde, ist schon uralt im Grunde, dass so je uneindeutiger, je mehrdeutiger eine Situation ist und je unklarer so eine Situation ist, umso eher funktionieren Systeme, die nicht hierarchisch sind, die nicht so eng gekoppelt sind. Und das ist ja gerade das Wesen der Selbstorganisation, dass wir verschiedene Teile haben. Man kann sie jetzt in der Organisation Abteilungen nennen oder Projektgruppen, wie auch immer, die nicht so stark miteinander gekoppelt sind. Wenn da mal eine wegfällt, dann funktioniert trotzdem das Gesamtsystem noch, aber die Gesamtorganisation noch. Und das war für mich so sagen wir, der wissenschaftliche Anspruch, funktioniert das tatsächlich so? Ist das so? Oder ist das jetzt nur die Theorie, die irgendwie aus dem letzten Jahrhundert kommt? Und da habe ich so das Gefühl, so bei den Interviews, das funktioniert tatsächlich. Und das war auch eine große Herausforderung. Den zweiten Punkt, den du angesprochen hast, mit dem Thema Führen schlechthin. Was mir so auffällt, wenn wir über Führung sprechen, auch jetzt gerade in dem Interview, wir haben immer so ein personalisiertes Bild von Führung im Kopf. Wenn wir über Führung reden, haben wir immer irgendwie eine Person im Kopf. Also wie der Führer, die Führerin, was auch immer, meistens sogar männlich, ne, aus der Organisationstheorie, auch The Great Man Theory, also der Führer, der uns aus der Krise führt und sowas. Und mein Interesse gerade auch bei der Studie war auch zu gucken, eher Führung prozessorientierter zu sehen. Also eben nicht personalisiert, sondern eher im Prozess der Führung. Ich glaube, jetzt komme ich auf deine Frage endlich. Also was ist die Herausforderung? Nämlich genau das zu sehen als vielleicht ehemalige Führungskraft, die alles wusste, die alles konnte. Patron, hast du gesagt, Miriam. Und jetzt sich aber zurückzunehmen und zu sagen, also was bedeutet eigentlich Führung in so einer Zeit? Und Führung bedeutet da, und das habe ich aus den Interviews auch gehört, ist tatsächlich so dieses sich zurücknehmen, dem anderen Raum geben oder anderen Raum geben, dass eben genau das, was eine Selbstorganisation ausmacht, nämlich Entscheidungen nicht von einer Führungsperson herzutreffen, sondern ins Team zu legen, da wo die Entscheidung anfällt. Diesen Raum, den muss man geben und man muss diese Gruppe auch in die Lage versetzen, dass sie diese Entscheidung treffen können. Und das ist für mich so die große Herausforderung gewesen, ich tue mich schwer mit dem Begriff, für die Führungskräfte oder für die, die jetzt da für die Organisation stehen. Und ich glaube, das hat sich auch geändert. So, dass da, so habe ich viele verstanden, die wir interviewt haben, die gesagt haben, ja, wir haben ja gar nicht mehr das klassische Bild. So, dass wir können, sondern das Team kann das. Ja, Miriam. Ja, das möchte ich noch unterstreichen, und auch hinsichtlich, wie haben sich die Führungskräfte verhalten. Das eine wäre ja gewesen, sie wären wieder in die vorderste Reihe gestanden und hätten vorgesagt. Und das andere Extrem, das haben wir auch gehört, ist das komplette sich draußen nehmen und die Abläufe sich selber regeln lassen, also auch in Krisenzeiten das komplett den Mitarbeitenden überlassen. Die meisten haben das Zwischending gewählt, was jetzt auch Peter angesprochen hat, und haben eine sogenannte Taskforce eingesetzt. Eine Gruppe, die Krise geregelt hat, die durch die Krise geführt hat. Und die Taskforces, die sind immer nach selbstorganisierten Regeln
aufgestellt worden. Das bedeutet, die Leute wurden ausgewählt aus allen Hierarchiestufen, aus allen Bereichen. Das Ziel war klar. Es ging darum, die Leute durch, also die Organisation durch die Krise zu bekommen, und sie waren auf Zeit. Wie eine Taskforce-Kreis in der Soziokratie. Hm? Ja. Wenn ich da einhaken darf, Urs, das Problem Taskforce, das könnte so in so eine Richtung gehen, wo man sagt, ja, jetzt haben wir die Krise, und dann gibt es zwar eine selbstorganisierte Organisation, und die sagen dann, nee, wir richten eine Taskforce ein, dann haben wir eine neue Hierarchiestufe. Ja. Und das ist eben nicht gemeint, oder das wurde auch eben nicht gemacht. Genau das wurde nicht gemacht. Ich kann mich an eine Organisation erinnern, die da wollte der wie auch immer genannte Führungskraft wollte eine Taskforce einrichten. Das dockte überhaupt nicht an bei den Mitarbeitern. Was will der? Also das war überhaupt gar kein Thema, eine Taskforce in dem klassischen Sinne Taskforce einzurichten. Das ist jetzt das Problem, weil wir mit alten Begriffen neue Sachen beschreiben. Ja, genau. Das finde ich an der Stelle also nicht problematisch, sondern sehr, sehr erhellend zu sehen. Ja, es braucht eben nicht die Taskforce im alten Sinn, sondern es braucht ein anderes Verständnis. Und da ist, glaube ich, auch die Herausforderung für die Führungskräfte oder für die Organisation allgemein. Da steht viel mehr im Vordergrund, wie informiere ich? Wie bringe ich die Rahmenbedingungen so, dass eben selbst entschieden werden kann? Und das braucht dann eben nicht eine Taskforce, sondern das braucht eine gute Kommunikation, eine gute Kommunikationsform. Zurück wieder zum Soziologischen vielleicht. Also man könnte Führung ja auch prozesshaft sehen, wie ich es vorhin gesagt habe, als Kommunikation sehen, als Kommunikationsprozess sehen. Das ist für mich eine große Herausforderung, auch ein Lernprozess der ehemaligen Führungskräfte, die jetzt in einer anderen Rolle sind, dass die eine Haltung entwickeln, dass diese Kommunikation möglich ist. Und dann können wir das, Miriam hat das Thema, hat das Wort gesagt, Vertrauen. Dass dann auch im Team das Vertrauen herrscht, ich kann das ja entscheiden. Und wenn ich das entscheide, dann wird das auch so akzeptiert, was vielleicht früher in der Hierarchie wieder irgendwie eingefangen worden wäre. Und das sind für mich so, also wie gesagt, so die großen Begriffe Kommunikation, Transparenz, Information, wie auch immer. Das sind so die großen Themen, die gerade jetzt anstehen und die auch, glaube ich, durch die Krise sehr deutlich geworden sind. Das, was ich vorhin sagte, mit je mehrdeutiger die Situation ist, das muss man erstmal begreifen kann, was daran mehrdeutig ist. Und je unklarer diese Strukturen dann vielleicht auch sein mögen, das muss man erstmal begreifen. Man muss auch das Selbstbewusstsein haben, dass dann eben damit so umgegangen werden kann. Ihr habt mir ja so im Vorgespräch auch gesagt, ich glaube, ihr habt etwa 8 Interviews geführt, dass die Führungskräfte da so ein sehr positives Fazit gezogen haben, gesagt haben, ja, es sei ihnen gut gelungen, aufgrund ihrer Strukturen durch diese Krise zu kommen. Was hat denn besonders gut geholfen? Also haben Sie was genannt, Instrumente oder Tools, die Sie hatten, die eben das besser, dass Sie das Gefühl haben, die haben das besser als vergleichbare Organisationen, Abteilungen gemeistert. Gab es da? Magst du, Peter oder mir? Haben wir es gleich? Ja, mein Learning war bei den Interviews, was ich sehr, sehr eindrücklich fand, weil das immer wieder gesagt wurde, es ging nicht darum, jetzt ein bestimmtes Organisationsmodell überzustülpen, sondern eher das Konzept muss zur Organisation passen und nicht umgekehrt. Die einen haben irgendwie sich mehr an Scrum orientiert, die anderen haben vielleicht mehr eher soziokratische Sachen eingeführt, aber immer sehr, sehr genau geschaut, was passt eigentlich zu meiner Organisation. Das mag jetzt schwierig sein für uns alle, die wir in der Organisationsberatung unterwegs sind und gerne fertige Konzepte auch verkaufen können. Bei der Selbstorganisation zeigt es sich für mich sehr genau, und das war dann bei diesen 8 Leuten, bei den 8 Interviews deutlich, dass man genau gucken muss, was hilft jetzt in meiner Organisation? Und da stehen wir auch noch mit unseren Ergebnissen am Anfang, da muss man auch ganz selbstkritisch sagen, wir haben jetzt 8 untersucht, da waren ein paar aus dem Profit-Bereich dabei, ein paar aus dem Non-Profit-Bereich, ein paar aus dem Sozialen, ein paar aus dem Transportwesen und so weiter. Also ganz, ganz unterschiedlich. Also wir können da jetzt noch keine allgemeingültigen repräsentativen Antworten geben. Aber es verdichtet sich so ein bisschen zu sagen, so, wirklich so der, ähm, der,
der Schuh muss zum Fuß passen und nicht umgekehrt. Also das wirklich, guckt so, welche passgenauen Sachen hat man. Und es gibt da keine Allgemeingültigkeit. Und das ist so ein sehr, sehr starkes Learning gewesen. Das Zweite, was darauf anschließt, das ist eben das Thema Kommunikation. Das mag sich allgemein anhören, aber wie wird kommuniziert? Mit welcher Plattform? Da steht auch nicht eine bestimmte Plattform im Vordergrund, sondern ganz unterschiedliche, die wir mitbekommen haben. Und es steht auch die Art und Weise, wie man dann kommuniziert. Also ich erlebe es selber an bestimmten Stellen, dass ich mit Verdankung überschüttet werde. Ritualisierte Verdankung für die tolle Arbeit, die wir jetzt in der Krise leisten. Das ist für mich ganz schön. Ne? Und Konfuzius sagt auch, man glaubt gar nicht, wie viel Lob ein Mensch ertragen kann. Aber am Ende nützt mir die Information viel mehr. Und ich muss nicht die ritualisierte Verdankung immer haben, sondern ich muss wissen, was kann ich wo mit wem besprechen. Also eine klare Rollenstruktur. Ne? Das ist für mich so das Entscheidende gewesen. Und auch so, wo ich so merke, da sind sich die Organisationen sehr ähnlich. Ja. Miriam, du wolltest, glaube ich, noch so ein paar Tools oder Instrumente oder weiß ich nicht was benennen, die da genannt wurden, die hilfreich waren. Ja, der Peter hat jetzt die meisten angesprochen. Also generell kam aus den Interviews flächendeckend heraus, dass die Selbstorganisationen besser gerüstet waren und flexibler als andere. Und die hatten zum Teil den direkten Vergleich mit der Nachbarabteilung, die hierarchisch organisiert war. Ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall die Kommunikation. Ein Kommunikationstool, eine Plattform, die schon eingerichtet war, die schon benutzt worden war, die schon sich hatte, wo auch jede Organisation ein zu ihr passendes eigenes Tool benutzt. Die Zuständigkeiten waren klar, wer macht was. Es macht nicht alles eine Person, eine hierarchisch definierte Person, sondern jedes Team hat seine Zuständigkeiten, die klar sind. Und die Kultur, die Fehlerkultur und die Vertrauenskultur im Sinne, Menschen auch zum Beispiel ins Homeoffice zu entlassen und dann nicht ständig sich Gedanken zu machen, oh, die faulenzen jetzt alle. Und das habe ich aus hierarchischen Organisationen in dieser Zeit oft gehört, dass da Neid entstanden ist für die Homeofficeler, was bei den Selbstorganisationen einfach schon integriert war. Und der Effekt war dann auch deutlich. Die haben alle gesagt, sie waren in kürzester Zeit schon von Beginn der Krise weg wieder im Alltag. Es hat sich eingespielt, es war nicht aufgeregt und sie sind von ihren von Nachbarabteilungen auch um Hilfe gebeten worden. Ja, weil sie diese Strukturen schon vorher geschaffen haben. Genau, und weil das als hilfreich erlebt worden ist von den anderen und die haben das gesehen und haben gefragt, wie macht ihr das? Könnt ihr uns da Tipps geben, wie wir da auch ein wenig Ruhe reinbekommen? Ja, also für die war die Umstellung gar nicht so riesig. Die konnten für sich vieles, was sie vorher schon eingespielt hatten, einfach ein bisschen adaptieren, aber hatten schon vieles, was du, Peter und Miriam jetzt gesagt, oder? Ja. Was ich immer wieder gehört habe von Führungskräften ist, dass sie unglaublich viel zu tun hatten jetzt in der Krise. Das heißt, die wurden mit Informationen überschüttet, die mussten alles neu organisieren. Habt ihr die Leute auch dazu befragt und wie sah das nun bei diesen Führungskräften aus, die ihr befragt habt? Ja. Peter, du lachst. Ja, das war schon ganz erstaunlich. Ja, weil, also wenn man sich das, wir haben die Interviews ja alle aufgenommen, haben sie mehrfach gehört und so, und was aufgefallen ist, dass wir alle unglaublich entspannt und unaufgeregt waren. Also das hat mich am Anfang schon sehr gewundert. Also ich dachte, oh, das ist jetzt, da fliegen alle und da mache ich jetzt viel zu tun und wir klagen ja alle gern. Aber es war ein sehr, sehr entspanntes Klima. Auch haben sich alle viel Zeit genommen dafür und haben auch gesagt, es ist dadurch, dass wir ja unsere Autoritäten verteilt haben, nicht so klassisch heißt in der Selbstorganisation, also auf mehrere Schultern verteilt haben, wir uns auch zurücknehmen und müssen uns auch zurücknehmen.
Und das Anstrengende ist ja genau das Loslassen. Das ist ja eine der größten Aufgaben, die wir in der Menschheitsgeschichte haben, egal ob bei einer Organisation oder sonst was, Loslassen. Und wenn dieser Lernprozess mal erfolgt ist und wenn das funktioniert, dann, also so habe ich es zumindest wahrgenommen, wie gesagt, immer mit aller Vorsicht bei den 8, die wir interviewt haben, ist da jetzt nicht die große Panik ausgebrochen, dass da so wahnsinnig mehr zu tun hat. Es ist natürlich eine Belastung für uns alle. So, ne? Das ist schon. Und das gilt aber für andere Organisationsformen genauso. Aber es gab jetzt keinen, keine, die jetzt so rumgesprungen ist und gesagt hat, also ich mache jetzt 24/7-Job und muss das alles machen. Sondern eher, es ist gut zu wissen, ich habe neben mir, um mich herum, Menschen, auf die ich mich da auch verlassen kann und die den Sinn in der Sache sehen und mich da auch entlasten. Weiß ich mir, ob du es anders empfunden hast. Also für mich war das so eine Geschichte, wie ich die Interviewten dann auch gesehen habe. Ja. Ja, Miriam? Ja, ich kann das nur noch mehr unterstreichen. Ich hatte wirklich den Eindruck, die hatten sogar noch weniger zu tun. Ja. In allen Zeiten. Echt? Ja. Das glaube ich immer nicht, aber. Ja, also ein überaus. So haben Sie sich verkauft. Ein überaus positives Fazit, das ihr zwei da zieht. Klar, es ist eine kleine Gruppe von Befragten. Vielleicht noch abschließend die Frage an dich, Miriam, und vielleicht ergänzt du nachher Peter auch noch. Haben die trotzdem was gelernt? Also haben die trotzdem gesagt, ja, das und das könnten wir vielleicht für zukünftige Situationen noch verbessern? Gab es da Hinweise oder haben die gesagt, nee, wir sind auch für weitere Krisen gut aufgestellt? Miriam? Also im Großen und Ganzen waren sie sehr zufrieden, haben gesagt, weiter so, wir wollen weiter auf dem Weg der Selbstorganisation gehen. Es lohnt sich, das auch die Selbstorganisation noch zu vertiefen und weiter auszubauen. Der Stresstest ist bestanden. Es haben alle gesagt, dass sie den Wert der Kommunikation erkannt haben, wie wichtig das ist, sich gut zu vernetzen, die Informationen fließen zu lassen, diese Plattformen zu schaffen. Und ich denke, was eine Frage noch wäre für die Zukunft, ist nach dem Verhältnis der virtuellen Kommunikation und der realen Kommunikation. Wir hatten im Interview die Frage nach der informellen Kommunikation gestellt, nach Kaffeepausen. Ich denke, dort wäre ein weiterer Punkt, wo es sich lohnt, darüber noch ein wenig nachzudenken, wie das gehandhabt werden soll, der Wert von virtuellen Kaffeepausen im Gegensatz zu realen. Also wo ist eine virtuelle Kommunikation hilfreich und gestaltet eine Krisenzeit flexibel? Und wo gibt es Abstriche beim Zwischenmenschlichen? Ja. Danke. Peter, vielleicht so letzte Frage an dich. Was zu ergänzen und wie geht es weiter mit? Wird die Studie weitergeführt oder ist das jetzt so eine punktuelle Geschichte? Ja. Also prinzipiell zu dem, was du vorher noch gefragt hast, ne? Also das Learning, also ich verstehe, also nicht nur ich, sondern viele verstehen Selbstorganisation generell als Lernprozess. Also der hört nicht auf jetzt und natürlich lernt man in so einer Krise auch. Ne? Das ist ja ganz, ganz klar für mich ein Indikator dafür, dass das funktioniert hat, dass dieser Lernprozess stattgefunden hat, ist, dass eigentlich keine Organisation zurückgegangen ist in alte klassische Muster. Wir haben ja transformierte, ne? Sondern die sind ihren Weg weitergegangen mit großem Selbstbewusstsein und jetzt noch mehr im Selbstbewusstsein, weil sie gemerkt haben, es funktioniert. Es funktioniert tatsächlich. Also wie Miriam sagte, Stresstest oder sowas. Auf der anderen Seite, ich habe einen Satz im Ohr, der tatsächlich in den Interviews öfter gefallen ist. Ich dachte am Anfang, sie hätten sich abgesprochen, aber es war zwei, dreimal gefallen. In der Krise zeigt sich, wer vor der Krise ohne Badehose geschwommen ist. Mhm. Und das gilt nicht nur für die Organisation der selbst, die selbst organisiert unterwegs sind, sondern auch für die klassischen. Sowas zeigt natürlich dann Lücken auf und Schwierigkeiten auf. Und das große Learning war tatsächlich, wie informiere ich anständig als Führungskraft, als ehemalige Führungskraft, wie auch immer. Das ist das A und O. Das mit welchen Tools, was auch immer. Und eine Umdeutung der eigenen Rolle. Also wir haben so Konzepte wie Servant Leadership, wie man das will, also dieses eher zu dienenden führen.
oder laterale Führung, also eher Führung von der Seite oder aus dem afrikanischen Management bei Ubuntu. Also solche Geschichten nehmen viel mehr Raum ein, sind gerade in den Konzepten der Selbstorganisation sehr stark in den Vordergrund getreten. Du hast gefragt, wie geht es weiter? Ja. Wir haben ja jetzt die ersten, also wir haben, das ist eine ganz explorative Geschichte, ich sage es nochmal, also das ist nicht überbewerten. Also im Grunde haben wir jetzt empirische Anekdoten gesammelt für die Selbstorganisation. Wir müssen jetzt gucken, ist es von Branche zu Branche verschieden? Gibt es sektorale Unterschiede? Gibt es Unterschiede im Non-Profit- oder im For-Profit-Bereich? Die Eingangsfrage von dir praktisch, also zu gucken, wie verhält es sich eigentlich mit klassischen Organisationen? Also es gibt sicher auch, und das nicht, dass es falsch rüberkommt, es gibt sicherlich auch viele, klar, hierarchisch organisierte Unternehmen, die auch gut durch die Krise kommen oder vielleicht auch gerade deswegen gut durch, weil die Konzepte für die passen. Also es gibt nicht dieses One-Size-Fits-All-Modell. Aber wirklich zu gucken, so wer sich jetzt auf den Weg macht, diese Haltung entwickelt zur Selbstorganisation, was unterstützt diese Haltung? Und da weiter forschen. Da gucken, also wie gesagt, jetzt gucken wir mal, jetzt haben wir 8 gefragt. Ich vermute mal, das wird ganz guten Anklang finden, dass wir es ausweiten, dass wir eine größere Studie dazu machen und ja, publizieren. Herzlichen Dank euch beiden. Wenn es weitergeht, würde ich mich gerne wieder mit euch dazu unterhalten. Ja. Vielen Dank Ihnen, Zuschauerinnen und Zuschauer, und ja, herzlichen Dank. Danke auch. Bitte, danke.